Herzlich willkommen bei autonotizen.de zum Video-Review über den Volvo XC40. Und hier steht die neueste Motorisierungsvariante. Wir sehen es am EM-Kennzeichen, dass der XC40 T5 Twin Engine als Plug-in-Hybrid. Den Volvo XC40 gibt es als Benziner und Diesel mit 3 und 4 Zylindern. Zwischen 163 und 247 PS Leistung bei den Benzinern, Diesel immer mit 4 Zylindern als 150 und 190 PS Version. Hier im neuen T5 Twin Engine Plug-in Hybrid, zeige ich mal den Motorraum, steckt der 1,5 Liter Dreizylinder Turbo Benziner mit 180 PS und ein 60 kW 82 PS starker Elektromotor. Beide treiben die Vorderachse an, also kein Allradmodell, wie es bei anderen Twin-Engine-Volvos ist. 4,43 Meter ist der Volvo XC40 lang, fährt also genau in dieses boomende Segment der kompakten SUV hinein. Und ja, ich finde, er ist schon Eyecatcher, nicht nur mit der optionalen Kontrastlackierung. Wir haben hier das Dach in Weiß, betont natürlich hier nochmal diese breite C-Säule. Aber man merkt auch, wenn man mit dem Auto hier durch die Straßen fährt, ja, die Leute drehen sich um, schauen dem Wagen nach, natürlich alle Neuheiten wert. Aber das Design scheint anzukommen. So auch am Heck, recht klar gestaltet mit der großen Blechfläche an der Heckklappe. Die Rückleuchten, ist ja auch typisch Volvo, die Senkrechte betonen, aber dann hier gleichzeitig auch nach außen auslaufen. Also ein ja durchaus gelungenes Kompakt-SUV. Und ob das auch praktische Seiten hat, dieses Auto, das schauen wir uns jetzt an, indem wir da mal reingucken. Der Weg zum Kofferraum wird elektrisch frei. Das kann man über den Schlüssel machen oder per Fußkick unter dem Stoßfänger. Klappt bei mir selten und schon gar nicht, wenn ich ein Video drehe. Deswegen nehme ich den klassischen Weg und drücke auf den Knopf. Das geht natürlich auch noch. Der gibt den Weg frei für einen 460 Liter großen Kofferraum im XC40. Und der ist genauso groß wie bei den reinen Verbrennern, also als Diesel und Benziner. Warum das? Volvo hat, als die Plattform zusammen mit dem Mutterkonzern Geely aus China entwickelt wurde, die elektrifizierten und vollelektrischen Antriebe schon mit berücksichtigt. Der Polestar 2, der in diesem Jahr auf den Markt kommt, basiert auf der gleichen Architektur und Plattform wie der XC40. Und deswegen wird hier also nicht nachträglich Bauraum beansprucht für den Hybridantrieb oder die Batterien. Also 460 Liter mit einem ebenen Ladeboden kann ich also hier die Ladung durchreichen über die Ladekante, die SUV-gemäß natürlich ein bisschen hoch ist. Ihr seht hier mein Knie und die Ladekante ist leicht darüber. Muss man also Getränkekisten und so schon natürlich hochwuchten, aber das ist bei den Konkurrenten auch nicht anders. Unter dem Ladeboden haben wir ein zusätzliches Fach, auch mit ja, so Filzstoff ausgeschlagen. Also wesentlich hochwertiger wirkt das als bei manchen Konkurrenten, wo man dann einfach hier halt noch die Blechwüste hat, um dann da noch ein paar Kilometer Kofferraumvolumen ins Datenblatt zu schreiben. Hier liegt eine Tasche drin, da ist das Ladekabel aufgeräumt. Damit kann ich den XC40 Plug-in-Hybrid an der Haushaltssteckdose anstecken und dann aufladen. Aber hier ging es jetzt eben um die Ladung im Kofferraum, die, finde ich, durchaus für eine Familie ausreicht. Und ob das auch für den Rest des Autos gilt, das schauen wir uns jetzt im Innenraum an. Der Radstand des XC40 beträgt 2,60 Meter. Ich bin 1,92 Meter groß, die meisten von euch wissen das, und habe wie immer die Vordersitze auf meine Größe eingestellt, um den Vergleich zu haben zwischen den Autos, die ich testen kann und darf. Natürlich ist das kein Normmaß, aber trotz der Größe vorne und hinten kann ich hier echt fast überraschend bequem sitzen, auch im direkten Konkurrenzumfeld. Finde ich, ist der XC40 schon ein durchaus geräumiges Auto. Ich habe so eine Fingerbreit Platz noch vor den Knien. Meine Füße passen sehr gut unter den, trotzdem, dass er weit runtergefahren ist, unter den Vordersitz. Und auch die Kopffreiheit ist in Ordnung, obwohl wir hier ein Panoramaschiebedach verbaut haben, was ja mehr Bauraum beansprucht und deswegen das Dach dicker ist. Aber das Dach geht gerade nach hinten und drum kann ich hier, finde ich, ganz gut sitzen. Die Kopfstütze ist auch hoch genug, vielleicht ein bisschen hart und weit vorne, aber das dient natürlich dann auch wieder der Sicherheit. Rote Lederausstattung gibt es als Option, wäre jetzt nicht unbedingt meine Wahl, aber ist vom Rotton auch gar nicht so sehr aufdringlich. Hier haben wir Lüftungsdüsen für die Vorpassagiere, für jeden individuell einstellbar. Sitzheizung hinten, auch ausstattungsabhängig, und ein USB-C-Stecker, wer also hier ein älteren USB-Anschluss hat, muss dann hier mit dem Adapter arbeiten. Wir haben Netze an den Rückseiten der Vordersitze, um Sachen zu verstauen, und Kunststoffverkleidungen hier, die eben dafür sorgen, dass man hier zum Beispiel Schmutz von Kinderfüßen ganz gut abwischen kann. Und
finde ich ja immer schnieke, Isofix mit Klappen, also die keine Kappe, die umherfliegt, keine Rille oder Ritze, sondern ich mache die Klappe auf und schiebe den Kindersitz hinein. Das passt also wunderbar. Eine Mittelarmlehne haben wir auch mit zwei Cupholdern und dann kann ich hier das Mittelteil auch noch als Durchreiche verwenden, um zum Beispiel Skier aus dem Kofferraum bis nach vorne durchzuladen. Also hier hinten gefällt es mir im XC40 ganz gut, trotzdem gehe ich jetzt aber lieber nach vorne. Hinterm Lenkrad ist ein voll digitales Display. Das Multifunktionslenkrad kennt man ja aus den Volvo-Modellen der aktuellen Baureihe. Wir haben hier links die Bedienelemente für die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, dann auch mit der Abstandskontrolle zum Vordermann und dem Spurhalteassistenten, also hier der autonomes Fahren nach Level 2 Assistenz am ADA sozusagen. Links ein animierter Tacho und rechts die Poweranzeige, die dann während der Fahrt, das schauen wir uns später an, eben zeigt, wird gerade Energie des Verbrenners oder des Elektromotors verbraucht oder die Batterie geladen. Und hier ist jetzt in der Mitte die Navigationskarte eingeblendet. Mit dieser Taste kann ich hier unten ein kleines Menü öffnen und dann hier zwischen Navigation, Telefon, Medien, Bordcomputer hier die Menüs wechseln und dementsprechend dann auch die Anzeige im digitalen Display ändern. In der Mitte hat, auch das ist bekannt, jeder Volvo das Hochkant-Display hier mit dem Home-Button für Navigation, Medien, die Mobiltelefon-Kopplung. Das ist also der Home-Bildschirm, nicht der Home-Button. Wenn ich jetzt dann hier draufklicke, dann komme ich zum Beispiel ins Navigationsmenü, breche mal die Routenführung ab. Ich finde die Response von dem Touchscreen, ich zeige das mal, wenn ich ein Ziel eingebe, die finde ich ganz gut. Ich möchte jetzt also hier einen Ort zum Beispiel, tippe ich mal München ein und ich finde, das geht ratzfatz. Ich tippe hier wie auf einer Computer- oder Handy-Tastatur und das System kommt mit. Also das finde ich schon einer der schnelleren berührungsempfindlichen Monitore, die man so kennt. Auch die Klimasteuerung wird darüber aktiviert. Ich gehe jetzt also hier auf das Menü für die Klimaautomatik und kann dann hier eben, ich habe jetzt hier ganz ausgeschaltet, damit wir das Geräusch nicht so hören, eben dann hier die Intensität der Lüftung, Temperatur und so weiter einstellen. So auch hier die Sitzheizung, dreistufig für Fahrer und Beifahrer. Und dann gibt es auch eine dreistufige Lenkradheizung, die übrigens den ganzen Kranz schon ordentlich on fire setzt und das dann also auch im tiefsten skandinavischen Winter bestimmt für warme Hände sorgt. Hier haben wir eine induktive Ladeschale fürs Mobiltelefon. Die ist auch schön gummiert, da rutscht also nichts herum. Zwei Cupholder, einen kleinen Wheelhebel fürs Getriebe und dann hier ist auch noch so ein Ablagefach, hier gerade die Sonnenbrille drin und unter der Mittelarmlehne auch noch Ablagemöglichkeiten. Das Material sieht gut aus, sieht besser aus, als es sich anfühlt, aber das ist ja auch okay so, denn man schaut hin und man fummelt ja nicht ständig irgendwie in seinem Auto in den Untiefen des Armaturenbretts herum, wie ich finde. Was mir ganz gut gefällt, sind hier diese Einlagen mit diesen silbernen Vierecken. Das sieht ganz schnieke aus und hier steht im Testwagen ein sehr gut klingendes Harman-Kardon-Soundsystem. Neben dem zentralen Display gibt es auch noch Direktwahltasten hier unten für das Audiosystem, Vorskippen, Zurückskippen und eben auch die Mute-Stellung und die Lautstärke sowie die Windschutzscheibenheizung und Heckscheibenheizung und den Drive-Mode, dazu dann später mehr während der Fahrt. Was macht man während der Fahrt? Man sitzt auf dem Fahrersitz, den ich sehr bequem finde. Wir haben eine ausziehbare, man sieht es hier, eine ausziehbare Oberschenkelauflage, gerade für mich als große Person natürlich angenehm und wichtig und bequeme Kopfstützen, die den Kopf auch gut stützen. Die Sitzposition passt gut, ich kann das Lenkrad ausreichend in Weite und Höhe einstellen. Also da kann man sich schon mit jeder Statur bequem, komfortabel und sicher machen. Und jetzt geht's los. ,7 Kilowattstunden fasst der Lithium-Ionen-Akku hier im Fahrzeugboden. Wenn da Saft drin ist, dann startet das Auto rein elektrisch. Bis 125 km/h kann man theoretisch rein elektrisch fahren. Natürlich wird dann nichts mit der im Prospekt versprochenen Reichweite von 47 bis 50 Kilometern mit elektrischer Energie
Jetzt bei uns auf den Testfahrten waren es real so ein bisschen über 30 Kilometer. Das würde man im Stadtverkehr aber durchaus auf die 40 hinkriegen, meine ich. Sowohl in der Stadt wie auch hier beim Bergabfahren hilft es dann, den Wählhebel der 7-Gang-Doppelkupplungsautomatik nach hinten zu ziehen. Dann kommt man in den Brake-Modus B. Und hier, wir sehen hier Plus und Minus, das ist nicht die Durchschaltung von Rekuperationsstufen, wie man das ja von manchen Plug-in-Hybriden und Elektroautos kennt, sondern ich kann dann hier die Motorbremse des Verbrenners bemühen und dann hier eben manuell durch die 7 Vorwärtsgänge des Getriebes durchschalten. Der 1,5 Liter Dreizylinder leistet 132 kW, 180 PS. Dazu kommt eben der Elektromotor mit 60 kW oder 82 PS in alter Währung. Eine Systemleistung für die Plug-in-Hybride gibt Volvo immer nicht an. Die kann ich leider nicht nennen. Das Drehmoment liegt bei maximal 425 Newtonmeter. Also da hat er schon auch ordentlich Power. Hier der T5 Twin Engine 265 Newtonmeter. Davon steuert der Benziner bei 160 Newtonmeter. Der Elektromotor. In 7,3 Sekunden geht es, wenn man denn möchte, von 0 auf 100 km/h und auf 205 km/h Spitze noch. Denn Volvo hat ja angekündigt, ab dem Modelljahr 2021, also das sind die Autos, die dann ab Mai 2020 gebaut werden, die Höchstgeschwindigkeit bei all seinen Neufahrzeugen auf 180 km/h zu begrenzen. Ist jetzt aber auch nur ein Thema bei uns in Deutschland, eben wo die Autobahnen ja noch unlimitiert sind. Das Fahrgefühl hier, egal bei welcher Geschwindigkeit, ist ein angenehmes. Er liegt relativ straff auf der Straße. Klar, das hohe Eigengewicht, nochmal höher als bei den reinen Verbrennern durch die Batterien eben von über 1,8 Tonnen. Das straffe Fahrwerk und hier die 19 Zoll Felgen am Testwagen sind schon eine leicht herbe Kombination, aber er bietet echt noch genügend Komfort, wie ich finde, und die Sitze bieten nicht nur eine gute Sitzposition, sondern auch die Polsterung der Sitze sorgt dafür, dass es hier ein durchaus sportlich angehauchtes, komfortables Fahrgefühl ist, so möchte ich es mal nennen. Die Rundumsicht ist gut, trotz der breiten C-Säulen auch nach hinten. Und vor allem, wenn man jetzt im Stadtverkehr unterwegs ist oder auch hier auf kurvigen Bergstraßen, kommt der Vorteil zum Tragen, den die auf der Tür montierten Außenspiegel mit sich bringen. Da gibt es hier nicht so eine große Dreiecks-Kunststoffblende, wo der Spiegel dranhängt, die mir dann die Sicht versperrt, sondern ich kann eben Kurven oder auch Kreuzungen in der Stadt gut anpeilen. Und ja, das trägt natürlich auch zur Sicherheit bei. Dann während der Fahrt verschiedene Fahrmodi auch bemühen. Da gibt es hier die Drive-Mode-Taste in der Mittelkonsole. Dann sehen wir hier zum Beispiel den Hybrid-Modus für die tägliche Nutzung. Eben das Zusammenspiel von der Software geregelt zwischen dem Verbrenner und dem Elektromotor, mit dem wir beim meisten fahren. Man kann auch im Pure-Modus das ja, größtenteils elektrische und ökologische Fahren dann benutzen. Im Power-Modus dann die maximale Kraft, der Verbrenner schaltet sich zu und dann gibt es eben maximalen Boost. Dann wird auch im digitalen Kombi-Instrument ein Drehzahlmesser eingeblendet anstelle der Energieflussanzeige. Und zu guter Letzt sehen wir jetzt hier noch ausgeblendet einen Offroad-Modus bei niedrigen Geschwindigkeiten, der natürlich in diesem Fahrzeug relativ wenig Sinn macht. Denn wir haben ja nur einen Vorderradantrieb. Wenn ich auf dem Touchscreen nach rechts swipe, dann kommen auch noch interessante Punkte neben der ganzen Fahrassistenten. Ich kann auch die Kopfstützen umklappen, um mehr Rücksicht nach hinten zu haben, also die hinteren Kopfstützen. Ich kann hier aber auch sagen, ich möchte die Batteriekapazität speichern. Das ist natürlich wichtig, wenn ich in eine Innenstadt fahre, wo ich vielleicht nur lokal emissionsfrei fahren darf. Und ich kann auch den Motor benutzen, um die Batterie zu laden. Das ist natürlich energetisch ein bisschen Unsinn, hier Benzin zu verfeuern, um den Akku dann zu laden. Aber es kann vielleicht auch helfen, wenn ich eben als Pendler auf dem Weg zu einem Ziel bin, wo ich eben mit dem Verbrenner dann nicht mehr reinfahren darf. Das Zusammenspiel der beiden Motoren klappt wunderbar, auch wenn der Benziner sich zuschaltet. Das
gelingt es ruckfrei und auch kaum hörbar. Natürlich, wenn man ihn ausdreht beim Bergauffahren oder Schnellfahren, dann hört man, dass da ein Benziner arbeitet, aber er klingt überraschend so gar nicht nach Dreizylinder, zumindest im Innenraum. Wenn man vor dem Auto steht mit laufendem Motor, hört man schon dieses Rasselgeräusch, aber das zeigt, dass hier sehr viel Material für die Dämmung im Innenraum verwendet wurde. Der XT40 ist durchaus eine Bereicherung in der Klasse der kompakten SUV. Ist ja auch, wenn man so im Straßenbild sieht, nicht unerfolgreich bisher. Und als Plug-in-Hybrid wird er natürlich für Fahrer von Firmenwagen noch mal deutlich interessanter, denn die profitieren ja vom reduzierten Steuersatz. 0,5% eben mit der Versteuerung des Einkommens zusätzlich zum Umweltbonus. Dann sollte man, wie ich aber finde, auch wirklich den Plug-in-Hybrid so nutzen, wofür er gemacht ist, also am besten beim Arbeitgeber laden können und auch zu Hause laden können und wollen, auch wenn es vielleicht der Arbeitgeber nicht bezahlt, wie den Sprit. Denn auf den Testfahrten hier liegt der Spritverbrauch bei um die 7 Liter zusätzlich zu Strom. Ist natürlich ein bisschen günstiger als beim reinen Benziner, aber auch nicht diese 1,6, 1,7 Liter, die die Prospektwerte ja immer versprechen, aufgrund der recht realitätsfernen Verbrauchsnummer Plug-in-Hybriden. Also meine Meinung, mein Appell, eben nicht einfach nur den Steuervorteil abgreifen, sondern wirklich dann Plug-in-Hybrid fahren, wenn man auch viel elektrisch fährt. 49.000 Euro kostet der XC40 T5 Twin Engine als Momentum Pro. Das ist die Einstiegsmodelllinie mit dem Motor. Das sind 1.250 Euro mehr als für den stärksten Benziner, den T5 mit 247 PS, der dann aber Allradantrieb hat. Hier haben wir ein Auto mit Vorderradantrieb. Der Testwagen hier hat einmal alles drin, was die Preisliste so hergibt. Die Kontrastlackierung, die roten Ledersitze und so weiter und so fort steht mit 60.660 Euro in der Preisliste. Also einmal volle Hütte. Das war das volle Programm von Autonotizen. Den Fahrbericht gibt es hier immer auf der Website. Ich verlinke das unten. Einfach mal draufklicken. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Danke an die Marlene, meine Frau, fürs Filmen. Und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.